Also ist gerade elektrisch installieren. Ich kann rein, das Dach aufmachen. Okay. Hinten schon auf. Das ist im Hause seine tägliche Kraftübung, zweimal am Tag mindestens. Macht er das? Er ist unterwegs, wenn er etwas muss noschen muss. Wenn wir nicht mit einer Stelle. So. Der Spiegel da am Auto, das ist ein Lobbying, ist weit, geht weit raus. Aber das ist wichtig. Der muss so weit draußen sein, weil, wie man sieht, hier haben wir hier den Kasten. Der Spiegel muss aus dem Kasten durch hinten zeigen und so eingerichtet sein, dass man noch hinter dem Auto jemand das Auto sieht, das einem hinten nachfolgen. Der Rüssel hier, der ist in Australien bei den Vierradauto dran. Und mit dem Vierradauto fährt man auch durch Gegenden, wo die Straßen überflutet werden, wenn es viel regnet. Und dass man da durchfahren kann, ist der Anzug gestutzt für den Vergaser eben da oben. Man kann da sicher bis auf die Teufel, die Höhe kann man mit dem Wasser durchfahren mit diesem Auto. Das Ding hier, das ist für den Vierradantrieb. Da tut man das Differentialgetriebe freischalten oder ganz zuschalten. Wenn man es freischaltet, dann fährt man mit zwei Rädern, wenn man es blockiert, dann fährt man mit vier Radantrieb, dass beide Räder gleichzeitig greifen.